Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Microcross TV, zu einer weiteren Folge vom Ranch Simulator zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, wir fangen jetzt an nach unserer Verkaufssession der vorletzten Folge, den LKW immer auszuladen. Damit wir da auch endlich mal genug Platz dann haben. Wieder. Kommen wir erstmal hier aus der Person wieder an. Und wir lassen die Kisten deutlich einfacher stapeln. Mit Third Person lassen sie die Kisten deutlich einfacher stapeln. Das stimmt. Wie du gesagt hast, aus einer Kanne kriegen wir 10 Käse. Ja, mein Ding, genau. Ja. Wenn ich jetzt gleich schon wieder anfange zu melken, ne, dann ist ich melke nur noch. Was zu was anderes komme ich nicht. Ja. So. So. Weißt du, was wir auch machen könnten? Was? Wir könnten unsere Produktion auf reinen Käse umstellen. Dass die Fleischquelle nur zur Nebenproduktion ist von zu vielen Rinder oder sowas, weißt du? Dass wir uns da quasi dementsprechend die Schweine abschaffen wieder. Ne? Und dann quasi in beiden Häusern Käse produzieren, weißt du? Dass der eine dann Ziegen macht, der andere dann halt Die Kühe. Milch. Kühe, genau. Ja, weil ich glaube, Fleisch, das wird dann irgendwann zu viel. Da gehe ich auch von aus. Also müssen wir mal überlegen. Also das wäre zumindest eine Option, die wir machen könnten. Ne? Und dann würde man mal bei mir halt Fleisch, also nur schlachten nur gelegentlich, wenn du mal entweder zu viele Bullen oder zu viele Allzu männliche viel von Ziegen. einer Sache hast. Genau. Ja, aber dann Also hast du dir ja theoretisch gesehen die Sachen umsonst gekauft, ne? nö. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Also ich sag mal so, ich würde die Fleischrinder vielleicht auch sogar beibehalten. Weißt du? Bei denen kannst du ja trotzdem noch melken, ja, und dann schlachtest du gelegentlich mal so ein paar Rinder, weil die machen deutlich weniger Arbeit als die Schweine. Das stimmt. Und bei den Milchkühen guckt man einfach, ob man zu viele Bullen hat. Genau. Hallo? Was wird denn das jetzt hier? Was? Hast du mir eben eine Ziege rübergebracht? Habt ihr eine Ziege rüber? Warum? Weil die gerade einfach entspannt in mein LKW gelaufen ist. Nein, als ob. Ja, komm mal rüber, Alter. Muss ich mir jetzt angucken, aber wirklich. Das heißt, die Tiere hauen dadurch doch ab. Nö, die ist gerade einfach. Okay, sie ist gerade wieder rausgelaufen. Die ist gerade Ja. einfach entspannt hier reingelaufen, so. Ja, moin. Die läuft entspannt einfach bei dir durch die Gegend. Ach, komm mal her, du kriegst jetzt hier erstmal einen Bolzenschuss in den Kopf. Du bist auch so weg vom Fenster. So, ausgeschaltet. Ich werde aber jetzt nicht melken. Jetzt in der Folge habe ich keine Lust mehr zu melken. Okay. Irgendwo ist auch mal gut. Ja, so. Ich würde es aber tatsächlich dann eher wieder auf Käse machen und Fleisch halt wirklich nur so zwischendrin. Weil ich Ja. glaube, mit Käse machen wir einfach deutlich mehr Gewinn. Auf jeden Fall. Ich würde mir dann gerne auf die Kühe spezialisieren, weil ich dann auch die Fleischränder betreuen kann. Wenn das für dich in Ordnung geht. Ja, kannst du machen. So, na. Und dann schalte ich komplett auf Käse um, auf Ziege um. Genau. Dann bauen wir gleich. Dann werde ich hier noch. Dann würde ich sagen, fangen wir nächste Woche mit einer großen Umbaumaßnahme an. Sofern wir beim Ja. nächsten Mal auch schon denken. Weil, euch Zuschauer, das ist quasi die letzte Folge dieser Aufnahmeseason. Aber ich überlege dann tatsächlich, ob ich die Kühe sogar näher bei mir ranhole, an meine Ja, Fabrik. die ziehen auf jeden Fall, ja. Weil, ich meine, ich habe meine Kühe jetzt direkt neben mir liegen quasi. Ich werde einfach wahrscheinlich nur einen Verbindungsgang schaffen von meiner Entladerampe quasi zu den Kühen rüber. Wahrscheinlich. Ja. Ne?
Ja, die Kühe hast Oh, du ja dann wieder mehr ich als habe die. gerade eine richtig witzige Idee. Ich habe ja Jetzt bin ich eine mal relativ durch. gut gelegene Position, muss ich ja sagen, ne? So hier hinten mit neben den Kühen halt dann. Ich bastel mir einfach, ich habe ja hinten die Laderampe drin, ne? Ja. Ich bastel mir auf der anderen Seite einfach auch eine Rampe rein, leg das Kuhgehege quasi einmal drumherum und führe die Kühe, die gemolken werden, einfach in meine Halle hier rein. Und pack dann hier, wo jetzt quasi das Bolzenschussgerät steht, auch noch die Melkmaschine hin. Okay. Und dann, wenn du die gemolken hast, was machst du dann? Dann gehen die halt einfach wieder durch die andere Seite wieder raus. Weißt du, die haben ja in so, bei so Bauernhöfen und so haben die auch so einen Gang quasi, wo die dann einfach gemolken werden drin, ne? Ja. So, ich würde mal sagen, die habe ich auf jeden Fall so wunderbar gestapelt. Dann nehmen wir schon mal erste Truhe wieder. Für die Ziege hier. Eins, zwei, drei und vier, fünf. So. Dahin. Dann werde ich mir das Gehege aber wahrscheinlich hier hinter dem. Ah, nee, das Gehege ist ja da wegen dem Silo. Du kannst ja nur, oh Schatz, wir haben genug Geld. Du kannst ja im Zweifel auch noch ein Silo hinstellen. Ja. Pack das Gehege dahin, wo es dann für dich am besten liegt. Ne? Und dann kriegst du halt einfach noch ein Silo und eine Wassermühle dafür quasi. Ja. Genau. Muss ich halt bloß mal gucken, wie ich das dann. Genau, mache. Oh. Oh, wir haben schon wieder einen Kalb. Bei den Fleischrindern. Bei den Mir fällt gerade was Fleischrindern. ein, ich komme gleich wieder. Joa. So. Jo. Starten wir nächste Woche mit einem großen Umbau. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Wird wahrscheinlich mir auch so ein, zwei Wände austauschen gegen die Glaselemente quasi, weil das sieht irgendwie ein bisschen schöner aus mit Glas als die verschiedenen Läden hier. Ne? Genau, da habe ich die Lampe stehen, die Leiter stehen. So, was habe ich denn noch hier? Müsste eigentlich die Ölfässer da auch noch raus. Hier hinten genug Platz, da kommen die auch mal hin. So. Ja. Die Eierkörbe müsste ich dann zu Hühnern fahren. Soll ich eben rübertragen, sollte reichen. So, wo stelle ich die Ölfässer hin? Hier. Dann kommt da hin. Werde ich gleich noch mal ein bisschen gucken, wie ich das hier am besten ausbauen kann. Dann werde ich nämlich die untere Ebene hier so lassen. Dann kommen hier oben quasi. Heiko, Ja. uns ist ein Schwein abgehauen. Warum das? Keine Ahnung, das ist neben mir gerade vorbeigelaufen. Erwachsenes oder? Nein, ein kleines, Ja, Mini. das ist außerhalb gespawnt quasi. Bei der Geburt. Hab's eingefangen. So. Hey, der Hühnerstall sieht mal geil aus. Ja, wir haben blau gefärbt, ne? Schon mit dem. Genau, so. Warte, ich guck mal gerade, ob der Komposter jetzt wirklich voll ist oder ob da noch was reinpasst. Ich glaube auch, dass er voll ist. Aber dann reicht das, was Der ich da oben. Komposter ist sage und schreibe tatsächlich mit 20 Litern voll. Das heißt aber jetzt auch, dann hätte ich theoretisch gesehen Zeit, noch was nebenbei zu machen dann, ne? Ja, genau, also das ist ja der Sinn. Wir wollen ja hier jetzt nicht quasi nicht in Arbeit ausarten, ne? Weil dann kann man sich ja auch ein bisschen mehr um Pferde kümmern und sowas, ne? Ja.
Noch ein Schweinchen. Ja. Wir könnten auch theoretisch, was ich auch mal überlegen wollte, also einer könnte die Landwirtschaft anfangen, sag ich mal so, ne? Zum Beispiel, dass man da noch ein bisschen was rein investiert in Zeit. Oh. Ist das Fohlen jetzt von selbst rübergelaufen oder warum haben wir jetzt einen Fohlen drin stehen? Das Fohlen hast du doch auf der Weide eingesperrt da. Ja, nee, ich habe das schwarze Pferd hier eingesperrt. Das war auch noch trächtig, als ich. Dann ist das. Apropos, wir sollten das Pferd langsam mal wieder rüberführen, weil wir haben hier keinen Druck drauf auf der Weide. Oh. Nimmst du das schwarze Pferd eben mit? Oder hast du gar keine Zeit dafür? Fuck. Alles. Die Schweine treten sich gegenseitig platt. Wir haben 5 Schweine, die tot sind. Ja, komm rein jetzt hier. Hallo. Soll ich dir sagen, wo die liegen? Zwischen den Trögen Ja. liegen sie. Halt! Halt! Ich würde mit meinem LKW sonst einmal kurz ein bisschen Planken kaufen, weil ich glaube, die Planken Nee. für die Tröge haben wir zu wenig. Ja, genau. Also ein paar. Auf. Mach's mal kurz auf hier. So, dann hole ich auch mal immer so ein schwarzes Pferd rüber. Kannst du mir sagen, wie viele Planken wir dann ungefähr brauchen? Ich habe es auch in der letzten Folge schon mal ausgerechnet. Das waren, mal gucken, 7 mal 4. 28. Also 28,6 brauchen wir quasi. Na, hole ich uns. Bis gleich. Jo. Da war ein Zaun im Weg. Und die Pferde verkaufen wir ja dann alle der Reihe nach wieder, ne? Das ist zumindest der Plan. Also, wir werden voll trainiert quasi und dann werden sie verkauft. Hätten wir. Mir aufgefallen, dass ich seitdem wir einmal von diesen Bären da hier in der Stadt attackiert worden, nicht mehr wirklich angegriffen wurden. Ja, gut, wir suchen auch nicht mehr explizit nach Bären oder so, ne? Ja, aber generell die Tiere sind irgendwie ausgestorben. Habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich tatsächlich doch in die Ego gehen, ne? Ich werde erstmal ein bisschen brauchen gleich. Ja, wie soll ich? Ich muss jetzt gerade gucken, wie ich die dann alle gleich hier Kann reinkriege, ne? man Pferde verladen? Das ist die große Frage. Würde mich halt echt interessieren, ob man das Pferde verladen kann. So, ich fahre jetzt mal gerade zur Werkstatt quasi und färbe mal unseren kleinen Buggy hier ein. Wir haben ja jetzt Cash ohne Ende. Ja. 28 Stacks hast du gesagt. Genau, 28 Stacks brauchen wir. Das sind aber dann 800, nee. Nee, 800 kostet's. 8 Planken pro Ding. Hab mal eben 28 Stacks eingekauft. Ja. Wir brauchen pro Box 4 Stacks, ne? Stimmt.
Müssen wir überlegen, vielleicht sollten wir jetzt immer noch mal eine Garage bauen oder sowas. Für alle Fahrzeuge. Ja. Müssen ja nicht immer irgendwo Ja, dafür rumstehen. können wir halt auch eine große Scheune bauen, sag ich mal so, ne? Da kriegst du ja auch den Großteil der Fahrzeuge rein, sag ich mal so, ne? Aber vor allem für die Landwirtschaft eigentlich eine Scheune zu bauen, wäre auch nicht verkehrt. Na, man muss halt gucken, was man dann alles als nächstes betreibt. Ja, genau. Erstmal bauen wir in der nächsten Woche quasi einmal unsere Farm so weit um, dass wir quasi die Schweine werden wir wahrscheinlich einmal alle komplett schlachten und dann einmal alle komplett verarbeiten und sowas. Ne? Und dann wird der Part erledigt. Das ist schon wieder eine Arbeit, davon graut es mich schon wieder, ey. Weil das ist nicht wenig. Ja. So. Dann haben wir die Tröge wenigstens noch in dieser Folge fertig. Genau. Da. Ach, hast du unseren kleinen Mini-Buggy jetzt eingeweiht in die Firmenfarbe? Ja, genau, hat er auch nicht jedenfalls bekommen. Und ich habe noch ein neues Auto gekauft. Was denn jetzt für eins? Das Quad. Heiko. Ich habe das Quad gekauft. Ich werde mit meinem Geländewagen schon ziemlich zufrieden. Vierzehn einundzwanzig habe ich gleich schon aufgeladen. So. Okay, der fährt sich äußerst geil. Jetzt Quad. Brauche ich dann überhaupt noch die 8 Stück, die 8 Köcher? Wahrscheinlich nicht mehr. Kannst du erstmal, also kannst du erstmal so lassen. Weil im Zweifel brauche ich ja welche dann, ne? Ja, du brauchst definitiv welche. So. Hab schon gut was aufgeladen. Ja, na, was findest du, wie findest du das Quad? Sieht geil aus. Gefällt mir. Kannst du eigentlich hinten mit aufsteigen? Müsste ich gleich mal ausprobieren. Warte. Ja. Du kriegst halt hier zwar kaum was mit drauf, ne, aber mal eben um zu gucken, was so im Angebot ist, das fand ich schon geil. Das stimmt. Jung. Gut, ich war wieder zu Orange. Oh, ich komme jetzt gleich nach mit dem vollen LKW. Ja. Kannst ja mal gleich kurz nach dem Käse gucken. Der müsste eigentlich ein Teil schon fertig sein. Ja. Komm schon gleich nicht mehr in meinen eigenen LKW rein. Das ist so furchterregend. Okay, jetzt geht 24. er. Bin aber, das Quad könnte ruhig ein bisschen schneller fahren. Es fährt nur 60. Da sind doch die anderen Autos schneller. Ja, deswegen. Also eigentlich könnte das Quad ruhig eine Nummer schneller fahren. Ich meine, es liegt zwar extrem geil in der Straße und lässt sich auch extrem geil fahren, ne? Aber die Geschwindigkeit lässt halt so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe den besten Parkplatz-Ding jetzt gerade mir einfallen lassen. So, einfach auf. So, geparkt. Ich hab's einfach gerade bei mir in der Halle geparkt quasi. Ich habe einfach die Rampe hochgefahren und stehe jetzt bei mir quasi hinten da, wo ich die Kühe schlachte. Ne? So, dann bringen wir eben noch die Eierkörper rüber. Bin jetzt auch auf der Ranch. Jo.
Nein, nicht einsteigen. So, unser Kontostand sagt übrigens 132.000, ne? Wir können uns also so einiges leisten. Ja. Ich könnte eine ganze Flotte LKWs hinstellen, Junge. Wir können uns für 132.000, wie viele LKWs können wir uns da holen? Mindestens 50. Ja, nicht ganz. Nicht ganz 50, dafür fehlen 20.000. Aber so 90. Nee, Quatsch. 40. So 45 wäre drin, glaube ich. An LKWs. Ja. Und 45 LKWs? Easy. Wir sind zwar nur zu zweit und können nur zwei fahren, aber wir haben 45 LKWs. Naja. Ja, würde mich freuen, wenn wir tatsächlich irgendwann mal mehr werden, ne? Ja. Aber dann wird das mit dem Koordinieren auch mal so eine Sache wieder, wenn man zu viele hat. Dann, Ja, das stimmt. meinst du, zweite lässt sich noch gut abstimmen jetzt von der Zeit her, ne? Deswegen, das Ja. ist ja ganz gut so. Gut. Also, das soll es ab heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es getan habt. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dann, sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen bauen tue ich noch.